Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Diesmal ist es der Fälscher von London. Dieser Inspektor Rupert benimmt sich, als hättest du den Schein selber gemacht. Kann auch jedem passieren, dass man ihm eine falsche Banknote andreht. Ja, dieser Gerissene muss ein wirklicher Künstler sein. Irrtum, Stanley. Wenn der Gerissene erkennt, dass er keinen Erfolg mehr hat, dann wird er erst wirklich gefährlich. Bestimmt wird er bald zu einem neuen und vielleicht großen Schlag ausholen. Rufen Sie die nächste Polizeistation an. Sagen Sie, man soll die Mordkommission herschicken. Ein gerissener Fälscher hält eine Stadt in Atem. Er versteht es meisterhaft, alle Spuren von sich auf andere abzulenken. Wer ist der Fälscher, der vor keinem Verbrechen zurückschreckt? Nur Werkzeug? Mörder oder Wahnsinniger? Ich kann natürlich nicht sagen, dass ich es glaube, aber ich bin sicher, dass Hehl dich für den Gerissenen hält. Was ist schon Geld? Man kann sich sogar damit eine Frau kaufen. Peter liebt sie. Sie ihn auch? Zweifeln Sie daran? Liebst du ihn? Ja. Das ist ja großartig. Moment! Die junge, hübsche Frau soll ruhig erfahren, wen sie geheiratet hat. Wenn Sie jetzt nicht sofort den Mund halten, dann... Was dann? Weiß doch genau, was heute gespielt wurde. Sie haben Ihre Zuneigung zu mir geopfert, um Ihrem armen, kranken Onkel, diesem gescheiterten Kitschpostkarten-Picasso, einen ruhigen Lebensabend zu sichern. Kannst du dir vorstellen, wie interessant es ist, einen Mann zu haben, der niemals weiß, in welchem Bett er eigentlich schläft? Ich glaube, es ist nicht leicht, mit mir verheiratet zu sein. Peter! Die Wallace-Welle wogt weiter. Lassen Sie sich von ihr mitreißen. Entspannen Sie sich durch Hochspannung. Der Fälscher von London ist ein gutes Rezept dafür. Machen Sie die Wagentür auf, schnell! Haben Sie vor einer Stunde irgendetwas bemerkt? Ja, oh ja, oh gewiss. Vor einer knappen Stunde ging ich im Garten spazieren mit Sokrates. Das ist mein Erdelterrier. Und da sah ich plötzlich einen Mann zum rückwärtigen Tor gehen. Wie sah er aus? Ich habe groß oder klein? Gesehen. Eher groß. Sie waren in Longford Castle, als Basil Hehl umgebracht wurde und Sie waren... Seit ich aus Longford Castle zurück bin, habe ich mein Haus nicht verlassen! Sie sind also absolut sicher, dass Peter geisteskrank ist? Ja, alle Symptome sprechen ja doch dafür. Bei Nervenkranken scheint es schließlich wichtiger zu sein, ihr Vertrauen zu gewinnen, als besonders gelehrt zu sein. Was war das? Lass dich los, was hätte